Willkommen bei der Videoanleitung zum Prenata NIPT. Nutzen Sie das ausführliche Prenata-Informationsmaterial, um Ihre Patientin gemäß Gendiagnostikgesetz zu beraten. Füllen Sie den beiliegenden Prenata NIPT-Anforderungsschein vollständig aus und unterschreiben Sie ihn. Bitte beachten Sie, dass ohne die Einverständniserklärung der Patientin die Analyse nicht durchgeführt werden kann. Sowohl für die Anforderung als Kassenleistung als auch für zusätzliche Selbstzahlerleistung benötigen Sie nur den Prenata-Kombischein. Entnehmen Sie die Materialien der Schachtel. Achten Sie auf das Verfallsdatum des Streckblutentnahmeröhrchens. Drehen Sie den Einmalhalter auf das BD-Vakutena-Entnahmesystem. Bereiten Sie die Blutentnahme vor. Entfernen Sie die Kappe der Kanüle und punktieren Sie wie gewohnt die Vene. Die korrekte Kanülenposition ist durch eine geringe Blutmenge im Entnahmesystem sichtbar. Stecken Sie das Streckblutentnahmeröhrchen auf den BD-Vakutena mit Einmalhalter. Entnehmen Sie mindestens 8 ml Blut pro Röhrchen. Ziehen Sie das Streckblutentnahmeröhrchen ab. Mischen Sie die Blutprobe sofort durch 10-maliges Invertieren mit dem Stabilisator. Kleben Sie anschließend den Barcode senkrecht in Längsrichtung auf das Röhrchen. Schieben Sie die Blutentnahmeröhrchen zurück in die Fließhülle und stecken Sie diese in den beiliegenden Sicherheitsbeutel. Kleben Sie anschließend den Beutel an der Öffnung zu. Legen Sie den Sicherheitsbeutel mit den Blutröhrchen und den ausgefüllten Anforderungsschein in die Prenata NIPT-Schachtel zurück. Übergeben Sie die Schachtel dem Kurier. Bitte verwenden Sie keine anderen Laborbeutel oder Transport- bzw. Versandboxen. Achten Sie auf den taggleichen Transport der Probe. Lagern Sie die Blutprobe andernfalls über Nacht bei 2 bis 8 Grad. Weitere Informationen zum Prenata NIPT sowie das Bestellformular erhalten Sie unter der Bestellhotline und auf prenata.de.